Hallo, ich habe mir heute noch eine Gestaltungsarbeit für euch überlegt, die ihr auch mit Mama und Papa zu Hause gemeinsam machen könnt. Ich zeige euch zuerst eine Henne, die bunte Eier am Bauch hängen hat. Ich lege euch die Henne hier hin, damit ihr sie auch so noch gut sehen könnt. Wir brauchen mehrere Teile. Zuerst den Körper der Henne. Das ist ein Halbkreis, welchen ich mir schon vorgezeichnet habe. Wir brauchen eine Schere und wir schneiden diesen Halbkreis den Körper der Henne wieder aus. Wir brauchen aus orangem Papier, ihr könnt das Papier, wenn ihr nur weißes Papier habt, ebenfalls mit orangen Stiften bemalen. Ich habe oranges Papier und schneide nun wieder ein Dreieck, den Schnabel der Henne aus. Ich nehme mir den Kleber und klebe den Schnabel an der langen Seite auf einer Seite hin. Nun braucht die Henne wieder den Kamm am Kopf und den schneiden wir wieder mit der Schere aus. Ich habe mir den auch schon vorbereitet. So schaut er aus wie eine kleine Wolke. Ich gebe wieder den Kleber drauf. Und klebe zum Schnabel den Kamm der Henne. Nun fehlen uns die Füße, welche ich mir auch vorbereitet und aufgezeichnet habe. Vielleicht hilft euch beim Zeichnen der Füße Mama oder Papa, wobei ich mir denke, ihr könnt das selber auch ganz gut. Ein Fuß, Kleber, und zur Henne kleben. Den zweiten Fuß ausschneiden. Und wieder der Henne an den Bauch kleben. So. Nun fehlen uns noch die Federn. Vielleicht habt ihr zu Hause echte Federn. Ich habe sie nicht. Ich habe mir auch Federn auf ein gelbes Blatt Papier vorgezeichnet. Ihr könnt aber auch bunte Federn an die Henne kleben. Meine Henne hat nur gelbe Federn. So. Und auf das Spitzchen klebe ich jetzt die Federn der Henne. Die Henne braucht noch ein Auge. Das male ich mit einem schwarzen Stift hierhin. Und die Henne braucht noch die Flügel. Und hier schauen die Flügel aus wie ein kleines Herz. Ich schneide mir ein kleines Herz aus Papier. Und habe dazu braunes Papier gewählt. Ich gebe wieder Kleber auf das braune Herzchen und klebe es der Henne auf den Bauch. Ihr könnt die Henne wieder mit irgendwelchen Stiften bunt bemalen und
habt sicher dazu auch einige Ideen. Nun legt die Henne die Eier. Dazu schneiden wir Eier aus. Ich habe mir wieder welche vorbereitet und aufgezeichnet. Wenn ich das Ei bemalt habe, ich male auf mein Ei lustige Schnecken oder Tupfen oder Zacken oder kariert oder auch ein Bild kann man auf das Ei malen, wie ihr möchtet. Dann mache ich mit dem Locher der Henne ein kleines Loch in den Bauch und ein kleines Loch in das Ei. Jetzt benötige ich Wolle oder einen Faden, schneide den ab, befestige den Faden mit einem Knopf an der Henne und ziehe den Faden durch das Ei, wo wir vorhin auch ein Loch gemacht haben. Zweimal durch, dann mache ich wieder ein Loch unten, ziehe den Faden durch und kann so die Eier dranhängen, so viele ich möchte. Drei Eier oder ein Ei. Viel Spaß!